Herzlich willkommen zu einer weiteren Verkostungssession hier bei den Tea Addicts. Unsere Mission ist es, euch für echten und guten Tee zu begeistern. Mein Name ist Jürgen und heute geht es mal wieder oder um eine neue Ernte des Diamonds and Pearls. Diamonds and Pearls war mal oder ist ein Song von Prince. Toller Musiker, wie ich oder wir finden. Und ja, genau, das hat uns inspiriert, ja, also im übertragenen Sinne sind das für uns hier wirklich Diamanten und Perlen, eine ganz besondere Perle unter den Tees, kommt nämlich aus Malawi im Südosten des afrikanischen Kontinents, um genau zu sein aus den Shire Highlands. Und ist ein handgerollter Tee. Kleiner Insider, vor Ort wird dieser Tee als weißer Tee angeboten. Wir sehen den als einen Oolong. Also das zeigt sich hier ganz deutlich auch im Blatt und im Geschmack. Also so ganz hundertprozentig lässt sich das vielleicht auch nicht ausdiskutieren. Aber so durch diese Verarbeitung und auch ein gewisser Oxidationsgrad, der hier da ist, kann man mit Sicherheit auch von einem Oolong sprechen. Deswegen bei uns wird er als Oolong verkauft. Also ein Teil- oder halb oxidierter Tee. Und ich habe hier schon mal aufgegossen. Hat eigentlich schon ganz schön Farbe. Vielleicht gieße ich das schon mal ab und dann probieren wir gleich mal den ersten Aufguss. Bei so gerollten oder komprimierten Tees, da mache ich eigentlich ganz gerne auch so einen Waschgang oder so einen Aufweggang, um die Blätter schon ein bisschen anzulösen. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Kann man aber machen, hilft meistens, um schneller die Farbe aus dem Tee rauszukitzeln, um schneller Geschmack zu bekommen. Und der ist jetzt nicht so doll komprimiert, ich kann das ja auch hier nochmal zeigen. Aber ja, eben durch dieses Gerollte ist es doch eine relativ kompakte Form. Es hat so, ja, es sind so kleine Kokons eigentlich, ne? So, ist wirklich eine tolle, beeindruckende Form, die ich auch nur von diesem Tee aus Malawi kenne. Also habe ich auch noch nirgendwo anders gesehen. Und macht immer wieder Spaß. Und das Spannende an diesem Tee ist tatsächlich, dass wir den jetzt auch schon in zwei verschiedenen Varianten hatten. Ich schnappe mal kurz hier eine Tasse. Hier. In zwei verschiedenen Varianten, oder nicht in zwei verschiedenen Varianten, aber aus zwei verschiedenen Erntezeiträumen. Einmal im September geerntet und einmal am Anfang des Jahres geerntet. Südliche Hemisphäre, da ist September quasi Frühjahr. Und ja, dann am Anfang des Jahres, Januar, Februar, entsprechend dann schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Und das zeigt sich tatsächlich auch geschmacklich. Im September ist er ein bisschen frischer, ein bisschen leichter, würde ich sagen. Und ich weiß gerade gar nicht, ich bin mir relativ sicher, dass das jetzt wieder eine Ernte vom Anfang des Jahres ist. Der sieht dann auch in der Tasse etwas dunkler aus und ist einfach ein bisschen erdiger, ein bisschen intensiver im Geschmack. Genau so. Also man kann halt sagen, diese September-Ernte, die zeigt sich eben in einer ein bisschen leichteren, floraleren Note. Und die Ernte vom Anfang des Jahres, die ist dann so ein bisschen intensiver, ein bisschen fruchtiger, ein bisschen, ja, vielleicht auch runder, also ein bisschen weicher noch. Und am Anfang hat man, also diese September-Ernte ist immer ein bisschen spritziger. Und hier haben wir jetzt wieder, das ist schön, wir haben es jetzt, glaube ich, zweimal im Wechsel gehabt. Wir hatten einmal die Frühjahrs-, muss man jetzt aufpassen, also die Ernte aus Januar, Februar. Dann hatten wir die Ernte aus dem September.
Und jetzt haben wir wieder eine Januar-Februar-Ernte. Und das ist sehr schön erlebbar, wie eben ein Tee nicht immer gleich schmeckt, sondern eben sich auch da in den unterschiedlichen Erntezeiträumen, durch die Saison, durch die Jahreszeiten ganz anders darstellt und ganz anders entwickelt. Und genau das, herrlich weich, herrlich rund und eben diese fruchtige Note, das mag ich ja bei vielen unserer Tees, finde ich, kann man das entdecken, so eine gewisse Frucht. Und hier hat das schon so was Aprikosiges, was sich ja auch gerne mal beim weißen Tee entdecken lässt. Und das passt hier auf jeden Fall. Dennoch, wenn man sich das Blatt anschaut, kann ich gleich nochmal zeigen. Also, ja, von grünlich bis dunkelbraun, schon fast schwarz. Also wirklich eine schöne Maserung, ein schöner Verlauf der Blätter. Das bringt auf jeden Fall Spaß und ist mal wieder schön, diesen Tee da zu haben. Der war jetzt lange ausgetrunken, hat jetzt eine ganze Weile gedauert, bis wir den wieder reinbekommen haben. Ja, und jetzt ist er wieder da. Ich freue mich. Ich mache gleich noch mal einen zweiten Aufguss, weil ich den gerne auch noch probieren möchte. So, genau, wollen wir mal gucken, was der zweite Aufguss hergibt. Ich war von dem ersten jetzt auf jeden Fall schon sehr angetan. Ich muss sagen, ich habe aus dieser aktuellen Ernte noch, das ist jetzt das erste Mal, dass ich den trinke. Ich hatte neulich nochmal den alten, also die letzte Ernte, die wir hier hatten, die war allerdings schon, ja, von vor 2 Jahren, glaube ich. Also wir hatten den jetzt lange nicht. Der war eine ganze Weile ausverkauft, ausgetrunken. Und jetzt ist er wieder da. Zweiter Aufguss. Ich bin sehr gespannt. Ich habe hier so vier, fünf von diesen gerollten Kokons in das Kännchen getan. Das sind so wahrscheinlich circa 3 bis 5 Gramm, je nachdem, wie groß die Stücke sind. Und ich finde, das ist eine gute Dosierung. Ich tendiere dazu, mehr und mehr großzügig zu dosieren und dann lieber die Ziehzeiten zu verkürzen, mehr Aufgüsse zu machen. Das ist so, mittlerweile entwickelt sich da mein Ansatz vom Tee her so in diese Richtung. Das ist eben dann, ne, dieses Kung-Fu-Style, wo es dann eben auch, also diejenigen unter euch, die einen Galban benutzen, wissen, wovon ich spreche. Man hat vergleichsweise viel Tee mit vergleichsweise wenig Wasser und macht sehr kurze Ziehzeiten, relativ heißes Wasser drauf, kurze Ziehzeit und dann werden da 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aufgüsse durchexerziert. Und das funktioniert natürlich mit der hohen Dosierung. Wenn man sagt, man will nur einen Aufguss machen, dosiert man ein bisschen weniger, lässt ein bisschen länger ziehen, funktioniert natürlich auch. Ja, und jetzt im zweiten Aufguss kommt er noch ein bisschen kräftiger durch. Also diese dunkleren Noten auch, das mag ich ganz gern. Ja. Hat er eine leichte Astringenz, ist auch da. Die lässt sich natürlich vermeiden, wenn man die Ziehzeit noch ein bisschen verkürzt oder eben schwächer dosiert. Niedrigere Wassertemperatur geht auch. Ich habe jetzt hier um und bei 90 Grad verwendet. Genau, aber ich finde es, ja, der erfüllt mal wieder unsere Erwartungen, Diamonds and Pearls, ne? Also da muss man eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. Der Titel sagt es ja schon, es ist wirklich ein außergewöhnlicher Tee und ich kann ihn euch nur ans Herz legen, falls ihr ihn noch nicht kennt und wer ihn schon kennt, der weiß sicherlich, wovon ich spreche. In diesem Sinne, genießt euren Tee. Bis die Tage. Vielen Dank zum Zuschauen, fürs Zuschauen. Auf bald.